Ikaria, die mag uns nicht mehr. Damit willkommen zurück hier bei Elex 2. Yes, yes, ja. Puh, ja, Kaya hat sich von dann gemacht. Ich glaube einfach, ja, keine Ahnung. Die Welt hat sich hier hart verändert. Kaya hat ein Kind bekommen. Und so weiter und so fort. Ich habe übrigens die Einstellung hier geändert, wie ich aufnehme. Das ist ein kleiner Test. Wenn euch irgendwas auffällt, dass es grafisch anders aussieht als die anderen Videos davor, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig für mich vor allen Dingen und letztendlich auch für euch. So. Haben wir denn noch was zu tun? Schreckende Erkenntnis. Kaya ist schockiert. So langsam begreift sie die Ausmaße ihres Sinneswandels und ihres Handelns. Die Menschen beginnen Angst vor ihr zu bekommen und werden ihr daher bald nicht mehr vertrauen, wenn es so weitermacht. Sie braucht ihre Zeit, um es zu verarbeiten. Sie wird vorerst als Orakel im Fort bei ihrem Volk ihre Dienste leisten. Ich werde sie erst einmal in Ruhe lassen und später mit ihr sprechen, wenn sie sich etwas abgekühlt hat. Ich kann auch mit dir duschen gehen, Kalt. Okay, bin schwach geworden. Ein Feldherr, infiziert. Och, Alter. Diese, wenn so eine Fliege kommt, ne? Der Unhold, Gas in der Mine. Das wollten wir machen. Können wir da eine Schnellreise hin machen? Wir können auf jeden Fall ein Stück weit hinreisen. Wir können die vom Weltenherz aus. Oder ist irgendwas anderes näher? Nö. Gehen wir hier vom Weltenherz aus. Dann können wir auch uns nochmal das Fragezeichen angucken. Beziehungsweise lass mal gucken, können wir noch was lernen bei ihm hier? Bring mir was bei. Was willst du wissen? Alles. Warum ist deine Mutti so hässlich? Waffenschmied. Überleg, ob wir das auch noch mal ein bisschen pushen können. Wir müssen noch mal gucken, wo wir hacken lernen können und so. Hier hatten wir markiert, dass wir hier Düsenjet-Antrieb-Zeugs bekommen. Aber da hat der Hanky Boy, das habe ich in den Kommentaren schon gesehen, hat schon geschrieben. Mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Ich auch. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Oh mein Gott. Dinge. Von allem, was passieren kann, sind Dinge das Schlimmste. So. Ich vergesse immer, dass ich jetzt nicht mehr... Sieht schon krass aus da oben. Dass ich jetzt nicht mehr... einfach beim Sprinten losfliegen kann, weil er dann nämlich direkt nach vorne fliegt. Und direkt nach vorne fliegen, das mögen wir hier nicht. Es hört sich manchmal an, als ob hier ein Pferd langläuft, ne? Und ich spreche jetzt nicht von deiner Mama. So, Freunde. Es sieht schon verdammt nice aus. Die Grafik und die Technik, die ist absolut nicht mehr up to date. Und Piranha Bytes muss unbedingt gucken, was sie machen. Ich denke mal, auch Teil 3 wird auf der Engine laufen. Und Teil 3 wird auch nochmal ein paar Jahre in der Zukunft irgendwann erst rauskommen. Deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein. Wenn wir dann noch da sind,
Ja, und das liegt ja auch in eurer Hand. Was bist du? Ein junger Schakal. Das ist kein junger Schakal. Ein junges Mistdrecksvieh. Aber es könnten wir. Hat das einen Totenkopf? Nee. Freunde, das können wir besiegen. Da kenne ich nix. Ich bin der Auserwählte. Ihr habt gesehen, wie ich das gemacht habe. Und da bekommen wir jedes Mal dunkles Elex, was sehr, sehr nice ist. Keine Ahnung, wofür das ist, aber es ist halt nice. Nice to have. Daumen hoch übrigens für alle Leute, die aus der Nice to have Zeit, aus der Nice to have Epoche dieses Kanals noch stammen. Wir haben ja verschiedene Epochen gehabt. Ja, wir hatten ja zum Beispiel auch die Pieper-Pop-Epoche. True Story. Okay, die geben nur 10 Erfahrungspunkte. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Mittlerweile können wir ja zumindest uns ein bisschen wehren gegen Viecher. Warum ist hier ein Fragezeichen? Ah, das ist für hier unten. Ich speichere mal und dann gucken wir uns das da unten mal in Ruhe an. Dich erledige ich im Handumdrehen. Sowas wird hier nicht. Aua! Der schießt zurück, was soll denn das? Die cheaten! Die cheaten! Ich sehe da leider auch nicht irgendeine Bumstonne, die ich jetzt... Das ist ja sonst unsere Taktik, unsere... überhaupt nicht feige Taktik. Well, shit. Zumindest den können wir weghauen. Ha!
Ah. Was soll denn das schon wieder? Wird wieder so ungemütlich hier, weißt du? Zack. Das Gute ist, dass wir jetzt immer voll schnell abhauen können. Und wir sind ja jetzt auch schon direkt quasi da, wo wir hin wollten. Wir müssen bloß hier nach oben. Also über den Berg rüber. Vergesst immer, dass wir jetzt auch an Kanten uns festhalten können. Wir sind ein Kantenfesthalter geworden. Okay, dran denken. Wir müssen jetzt die Gasmaske aufsetzen. Mal gucken, ob das überhaupt was bringt. So, das, Das geht nicht lange gut. Wo ist das Leck? Wo ist das? Ah! Oh! Ah! Ah! Dude. Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Ich sollte Scrappy davon erzählen, dass sich diese Quelle nicht schließen lässt. Okay, nice! Wie machen wir denn das am besten? Okay, Freunde, ich habe gespeichert. Wir rennen jetzt rein. Und direkt wieder raus. Das geht nicht lange gut. Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Ich sollte Scrappy davon erzählen, dass sich diese Quelle nicht schließen lässt. Holy Smackaroni, Alter. Ja, da machen wir ein Kistensymbol. Da ist ein Haufen Shit drin. Ein paar Sachen vorne können wir ja noch mitnehmen.
Besser, ich verschwinde hier. Ach, warum? Ja, shit. Scrappy ist sicher nicht happy. Ich überlege, was wir da machen können. Vielleicht. Scheiße. Ja, nee, du bist ein Eevee. Die Viechern möchte ich mich nicht anlegen. Ich meine, hätte Scrappy eine bessere Ausrüstung? Weißt du? Dann könnten wir da ja reingehen. Easy peasy. Aber hatte er nun mal nicht. Der hat ja nur so eine Scrappy Ausrüstung, Alter. Scrappy Crappy, Alter. Ich meine, das ist eine Gasmaske. Die hat was? Resistenz Gift 60. Mit dieser Brille kann ich lebende Dinge sehen? Wait, what? Warte, werden mir jetzt Gegner auf der Karte angezeigt? Das müssen wir mal ausprobieren, Freunde. Indem wir jetzt hier einfach mal durch die Pampa latschen. Mama! Okay, wurde mir nicht angezeigt. Dann brauchen wir das auch nicht. Sinn des Lebens. Seltsam irgendwie, aber Schlimmeres. Ich weiß, wir hatten ja damals auch so eine Brille, mit der wir Gegenstände sehen konnten, ne? Ich war in der Mine und habe die Gasquelle gefunden. Im hinteren Teil der Mine treten große Mengen davon aus. Ich glaube nicht, dass man die Quelle wieder verschließen kann. Verdammt! Also haben wir keine Chance, das Zeug wieder loszuwerden? Sieht so aus. So ein Dreck. Aber schlau wie Scrappy ist, hat er schon eine Idee. Aber erstmal zu dir. Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Lass dich davon mal untersuchen. Sicher ist sicher. Gas ist gefährlich. Okay. Was hast du für eine Idee gehabt? Masken. Wir brauchen Gasmasken. Lass mich raten. Ich soll die Gasmasken besorgen. Brauchst nicht gleich eingeschnappt zu sein. Muss mir ja nicht helfen. Fänd's natürlich schön, wenn du mir hilfst. Der alten Zeiten wegen. Ist halt auch nicht ganz ungefährlich. Leute nur mit Gasmasken in der Mine schuften zu lassen, ist ein ziemliches Risiko. Aber keine Wahl. Wir brauchen das Eisen. Du wirst auch neue Leute brauchen. Ah, scheiße. Da sagst du was. Masken können wir bestimmt von den Morkons kaufen, falls gerade einer ihrer Händler im Vor ist. Die Jungs leben ja unterirdisch. Die haben so ein Zeug. Ich werde mal sehen, ob ich welche finde. Hier, das sollte reichen, um die Masken zu kaufen. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich neue Arbeiter bekomme. Wie viele Gasmasken brauchst du? Ja. 5 Stück sollten erstmal reichen. Schau dich mal im Händlerviertel um.
müsstest du da kaufen können. Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir zu den Morgons. Die haben auf jeden Fall welche. Was hast du jetzt wegen den Minenarbeitern vor? Ich denke, wir sollten einfach ein paar Zettel anbringen, dass die Mine neue Männer braucht. Hab eh noch welche von den Dingern. Am besten gehst du zu den schwarzen Brettern und hängst da welche auf. Ich werde mich um den Bereich am Haupttor kümmern. Wo finde ich die schwarzen Bretter? Eins ist bei Chloes Kneipe, eins bei den Feldern und eins in der Nähe von Skinnys Suppenküche. Aber sei bei den Feldern vorsichtig. Thorhild könnte das nicht gefallen, wenn wir versuchen, ihre Arbeiter abzuwerben. Alles klar, dann mal los. Wenn du mich suchst, findest du mich irgendwo am Haupttor. Wait. Scrappy geht. Alright. Das ist natürlich crappy. Scrappy. Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Nee, ich klau deinen ganzen Scheiß. Oder warum läufst du so geduckt? Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Machst du dir in die Hosen? Missionsgegenstand. Was du nicht sagst. Man muss sich nicht immer rechtfertigen. Was du nicht sagst, hört doch keiner. Es gab, glaube ich, auch Stalker in Gothic 2. Oder Night Stalker oder wie auch immer die hießen. Das waren diese Viecher, die den ganzen Tag immer nur gepennt haben. Und, again, ich rede nicht nur von deiner Mutter. Die haben den Tag über immer gepennt. Das waren so eine riesigen... Viecher, ich überleg, wie die hießen, Alter. Na, hier... Also sobald man in die Stadt kommt, die Performance ist schon ouch. Muss man schon sagen. Der Duke braucht dich. Das kennen wir doch auch schon, ne? Erledigt. Ein fremder Landstreicher wurde vor unseren Mauern gesichtet. Auch wenn er harmlos zu sein scheint, sollte sich bald jemand der Sache annehmen. Überraschungen können wir nicht gebrauchen. Es wird davon ausgegangen, dass er sich südlich des Forts oder beim alten Leuchtturm verkrochen hat. Wen also bei seiner nächsten Patrouille antrifft, kann nach eigenem Ermessen mit ihm verfahren. Bring mir das Kämpfen bei. Was willst du wissen? Alles. Hinterhältige Angreife, ahnungslose Gegner von hinten an und füge zusätzlichen doppelten Schaden, Alter. Ah, fuck it. Thank you.
Nahkampfspezialist. Dadurch können wir wahrscheinlich schon nichts anderes anlegen. Wie kann das sein? Wer das behauptet, hat doch den Arsch auf. Ich traue mich gar nicht darüber zu reden. Mich interessiert das nicht. Ich habe gehört, dass es in Abessa gar nicht gut aussieht. Wow. Das Ding ist, wir müssen uns ja um Lernpunkte und so eigentlich keine Gedanken machen. Denn wir können uns ja jederzeit diese Elex-Tränke herstellen. Das behauptet hat doch den Arsch offen. Das ist für Attributspunkte, aber es gibt ja noch eins. Guck mal, Elex und Wein einfach nur. Auch so. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Na also. Ich habe gehört, dass es in Abessa gar nicht gut aussieht. Okay. Das haben wir. Ein Händlerviertel und dann. Ach so, deswegen dem Händler, aber wir wollten doch jetzt erstmal Dings machen. Das hier. Genau, und da kommen wir am besten von hier aus rein. Da treffen wir auch hier auf unsere Freunde wieder. Garda. Rambart. Mensch, kennst du noch die Zeiten, wie es früher hier ausgesehen hat? Ja. Ja, die Wüste hatte die Stadt ziemlich im Griff. Es macht mich richtig stolz, wenn ich sehe, was wir Berserker hier geschaffen haben. Aber entschuldige, dass ich dich so einfach vollquatsche. Ich bin Brambart, sehr erfreut. Aha. Sag mal, hast du zufällig etwas Neues über die Grenzgebiete in Karakis gehört? Ich habe dort gelebt, bis sie meine... Ja? Ich habe dort gelebt, bis sie meine Hütte zerstört haben. Tatsächlich? Oh Mann, das ist ja krass. Warum interessiert dich das? Wir reiben uns viel zu sehr im Inland von Tavar und den Küstengebieten auf. Die wahre Gefahr kommt aber eigentlich von außen, ist meine Meinung. Wir sind viel zu unterrepräsentiert in Karakis. Das wird uns noch zum Verhängnis. Irgendwann werde ich selbst in Karakis nach dem Rechten sehen. Es wird Zeit, dass wir uns intensiver um Karakis kümmern. Ich meine, okay, ja. Irgendeiner beobachtet mich. Großer Elex-Trank ist, glaube ich, für Lernpunkte. Ah! Oh, alles Scrappy ist auch hier. Erledigt. Die ganzen anderen Aushänge, die können wir ja eigentlich weghauen alle. Autsch.
Also langsam gewöhne ich mich an das Jetpack. Hey, was denkst du, machst du da? Ich soll für Scrappy nach neuen Minenarbeitern suchen. Geh zu Thorhild und hol dir erstmal ihre Erlaubnis ein, bevor du hier ihre Arbeiter abwirbst. Okay, komm. Thorhild kennen wir ja. Wie lange willst du noch diese Fläche beackern? Das ist eine ganz nette. Gleichmäßig, habe ich gesagt. Aber ich hab doch... einen Set... Scrappy braucht neue Leute für die Mine. Noch mehr? Er hat doch genug in Arbeit. Es gab einen Vorfall. Das wäre ja nicht der erste. Verrate mir lieber, was ich damit zu schaffen habe. Ich soll hier einen Aushang anbringen. Und du glaubst, das lasse ich einfach zu? Ohne die Mine fehlt dem Fort eine wichtige Eisenquelle. Und ohne Setzlinge können wir unseren Feldzug gleich aufgeben. Deine Splitter behalte ich ein. Das könnte ein bisschen problematisch werden, aber ich denke, irgendwie können wir uns bestimmt einigen. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und denk dran, schreib mir gerne in die Kommentare, ob irgendwie das optisch jetzt anders ausgesehen hat. Ich werde es mir natürlich auch selber angucken. Ja, ansonsten Daumen hoch und so. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.